Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn, die dritte des Jahres 2020. Die Themen der letzten beiden Folgen waren ja ein bisschen kritischer. Es ging um Ausstellungen, um Shows, um Rassezucht, aber auch um Qualzuchtmerkmale bei Hühnern. Wie schlimm ist Qualzucht bei Hühnern überhaupt? Und ja, natürlich sagt Legolas auch wieder Hallo zu euch. Und heute gibt es endlich mal wieder ein etwas entspannteres Thema. Heute möchte ich euch 10 erlesene Hühnerrassen vorstellen und die heutige Rassezusammenstellung steht unter einem bestimmten Motto. Ich möchte euch nämlich möglichst naturbelassene Hühner ohne auffallende Sondermerkmale vorstellen. Ich denke, das Thema passt gut noch zu den beiden vorigen Folgen, weil viele Leute mir auch geschrieben haben, dass sie auf der Suche sind nach natürlichen Hühnerrassen und davon gibt es ja zum Glück auch jede Menge. Weil viele Zuschauer ja aus Deutschland zuschauen, habe ich mir gedacht, den ersten Schwerpunkt in dieser Folge setze ich mal auf die deutschen Hühnerrassen. Deutschland ist europaweit eines der wichtigsten Hühnerzuchtländer. Nur wenige andere Länder haben noch so viele alte Hühnerrassen wie Deutschland. Das ist schon echt toll. Vielleicht Frankreich, Italien und England können da noch mithalten. Und von den vielen, vielen deutschen Hühnerrassen, die heute noch existieren, sind einige natürlich auch noch sehr naturbelassen und haben keinerlei Schnickschnack angezüchtet und 3 davon will ich euch als allererstes jetzt mal näher bringen. Den Anfang darf das Vorwerkhuhn machen, das seinen Namen von Oskar Vorwerk bekommen hat, einem Hühnerzüchter, der diese Rasse einst erzüchtet hat. Das war vor über 100 Jahren und damit darf auch das Vorwerkhuhn zu den alten Rassen gerechnet werden. Wenn man auf der Suche nach einem unkomplizierten Huhn ohne Schnickschnack ist, das zugleich aber auch eine sehr passable Legeleistung hat, dann ist das Vorwerkhuhn sicherlich eine gute Wahl. Die Hennen legen über mehrere Jahre hinweg oft über 200 Eier im Jahr. Damit legen sie natürlich nicht so gut wie die Hybridhühner in den landwirtschaftlichen Betrieben, aber sie sind dafür auch deutlich nachhaltiger. Rassetypisch für die Vorwerkhühner ist die plakative Schwarz-Gold-Schwarz-Färbung. Man nennt dieses Zeichnungsmuster in der Fachsprache auch Gipfelzeichnung. Die Gipfelzeichnung hat die Rasse von den Lakenfelder Hühnern bekommen, die zu ihren wichtigsten Vorfahren zählen. Die Küken zeigen die Farbgebung in etwas umgedrehter Variante, bei denen ist im Flaumkleid zum Beispiel der Kopf noch golden, während der Hauptteil des Gefieders dunkel ist. Im Schnitt wiegen die Vorwerkhühner 2 bis 2,5 Kilogramm, die schwersten Hähne erreichen auch schon mal 3 Kilogramm. Damit sind die Vorwerkhühner ähnlich schwer wie die nächste Hühnerrasse auf meiner Liste. Jetzt geht es um bergische Schlotterkämme aus dem Bergischen Land. Leider ist mir in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen, dass die bergischen Schlotterkämme einen sehr geringen Bekanntheitsgrad haben, selbst unter Hühnerkennern. Die Rasse hat ihren Namen vom Kamm, der sich bei legenden Hennen leicht zur Seite neigt und deswegen, wenn sie auf dem Hof bicken, ein wenig schlottert. Bei jungen Hennen ist dieses Merkmal oft noch nicht ausgeprägt. Die Züchter achten außerdem darauf, dass der Schlotterkamm nicht übergroß wird und das Sichtfeld der Hühner behindert. Hier ist der historisch sehr alte schwarze Farbschlag zu sehen. Die bergischen Schlotterkämme waren eine Zeit lang so kurz vor dem Aussterben, dass sie erst durch eine aufwendige Erhaltungszüchtung, nahezu schon eine Rückzüchtung, am Leben erhalten werden konnten. Die Rasse ist altes Kulturgut für das Bergische Land und Hühner sahen schon vor vielen Jahrhunderten im Bergischen Land ganz ähnlich aus. Wie die Vorwerks haben auch die bergischen Schlotterkämme weiße Ohrscheiben, was uns verrät, dass sie ganz helle Eier legen. Dieses Merkmal der hellen Ohrscheiben und der hellen Eier trifft auch auf die dritte Hühnerrasse aus Deutschland zu, die ich euch vorstellen möchte. Jetzt geht es um ostfriesische Möwen. Die ostfriesischen Möwen gehören zur Gruppe der Sprenkelhühner. Die Sprenkelhühner sind eine der ältesten und historisch am besten belegten Hühnergruppen Mitteleuropas. Die gesprenkelte Farbgebung kommt bei den ostfriesischen Möwen von der sogenannten Flockenzeichnung. Zweifelsohne sind ostfriesische Möwen sehr hübsch anzusehen, sie sind zugleich aber auch sehr unentstellt, haben einen typischen Landhuhnkörperbau und sind insgesamt auch außerordentlich wetterhart.
Sie legen nicht ganz so gut wie die beiden zuvor genannten Rassen, aber dafür über viele Jahre hinweg. Jetzt zu sehen sind Zwergmöwen. Die ostfriesischen Zwergmöwen entsprechen von ihrer Größe her in etwa dem wilden Bankiva-Huhn und sind damit auch als außerordentlich naturbelassen zu bewerten. Sie haben ebenfalls viele Fans und sind ein wenig lebhafter als die großen ostfriesischen Möwen, was wichtig zu wissen ist, wenn man diese Hühner in Gärten halten möchte. Die Zwergmöwen erreichen im Schnitt ein Gewicht von 800 bis 900 Gramm, die normal großen ostfriesischen Möwen wiegen bei den Hennen 2 bis 2,5 Kilo, bei den Hähnen 2 bis 3 Kilogramm. Ja, jetzt habe ich nichts mehr. Tut mir leid, ich habe es alles so brav aufgefressen. Ja, das waren jetzt drei schöne Perlen der deutschen Hühnerzucht. Drei Rassen, die wirklich keinerlei Sondermerkmale haben. Zu den Sondermerkmalen, die bei vielen Hobbyhühnerhaltern vor allem sehr beliebt sind, gehören sicherlich die Federhauben. Und da muss ich dazu sagen, es gibt auch Hühner mit Federhauben, die noch relativ naturbelassen sind, denn es gibt ja verschiedene Varianten von einer Federhaube. Man unterscheidet da zum Beispiel zwischen Spitzhauben, Vollhauben und Federschöpfen. Und gerade die Federschöpfe, das sind so kleine Hauben, die sich so am Hinterkopf der Hühner hinter dem Kamm befinden, sind bei Hühnern schon seit dem Mittelalter bekannt. Auf vielen alten Hühnerhofgemälden finden sich Hühner mit Federschöpfen. Das bedeutet, Federschöpfe gab es bei den domestizierten Haushühnern auch schon, bevor die moderne Rassezucht einsetzte. Und sie sind daher ein Merkmal, das man den Landhühnern zurechnen kann. Die nächsten beiden Rassen, die ich euch jetzt näher bringen möchte, haben solche Federschöpfe und sind zugleich auch ansonsten sehr naturbelassen und auch eher wild in ihren Verhaltensweisen. Wer den Bilderbuchhahn aus Großmutters Tagen sucht, der ist bei den Altsteirer Hühnern richtig. Während die Altsteirer Hähne sich in einem bunt schillernden Federkleid präsentieren, sind die Hennen entsprechend wildfarbig, wildbraun und damit im Unterholz gut getarnt, genauso wie Wildhühner. Altsteirer sind die Nachfahren des ausgestorbenen steirischen Landhuhnes und in all ihren Eigenschaften noch sehr natürlich. Sie sind gute Futtersucher, gute Futterverwerter und bringen über viele Jahre hinweg eine konstante Legeleistung von ca. 180 bis 200 Eiern. Anders als in vielen Büchern zu lesen steht, werden auch Altsteirer Hennen regelmäßig gluckig, allerdings nur dann, wenn sie mit viel Freiraum und viel Auslauf gehalten werden. Das ist typisch für viele alte europäische Landrassen, weil diese Rassen nur halb domestiziert sind und unter beengten Verhältnissen nicht brüten. Zu sehen sind jetzt weiße Altsteirer, die im Schnee natürlich super getarnt sind. Weiße Altsteirer sind nach den wildbraunen Altsteirern der zweitbedeutsamste Farbschlag. Den Altsteirern in vielen Punkten relativ ähnlich, vor allem im Körperbau, sind die Brabanter Bauernhühner aus Belgien. Wie die Altsteirer sind auch die Brabanter Bauernhühner direkte Nachfahren von alten Landhuhnschlägen, aber unterscheiden sich doch auf den ersten Blick, weil sie ein anderes Farbspektrum zeigen. Die Tiere, die hier zu sehen sind, gehören zum Farbschlag silber-wachtelfarbig. Es gäbe noch einige weitere Farbvarianten, zumeist ebenfalls aus der wachtelfarbigen Gruppe. Brabanter Bauernhühner sind wie die Altsteirer auch eher schreckhaft, sind regelrechte Wildfänge, die viel Platz und Freiraum brauchen, aber dafür auch wieder sehr gute Futtersucher und moderate Leger mit zufriedenstellender Legeleistung. Die Küken der Brabanter Bauernhühner sind gesund und frohwüchsig, befiedern sich schnell und sind eigentlich nach Erfahrungen vieler Züchter auch seltener krank als die Küken anderer Hühnerrassen. Dann schauen wir uns jetzt nochmal den Federschopf näher an. Der befindet sich wie gesagt am Hinterkopf und schränkt damit das Sichtfeld dieser Hühner nicht ein. Das gilt für die Altsteirer gleichermaßen wie für die Brabanter Bauernhühner. Keck sieht da aus und er gibt diesen Hühnern das gewisse Etwas. Also das Altsteirer Huhn und das Brabanter Bauernhuhn sind zwei wirklich tolle Beispiele für Hühner mit einer sehr natürlichen Federhaube, einem sogenannten Federschopf. Ja, die fünf Rassen, die wir bisher jetzt hatten in meinem heutigen Video, Bergische Schlotterkämme, Vorwerks, Ostfriesische Möwen, Altsteirer und Brabanter Bauernhühner, die haben eines alle gemeinsam. Es sind alles Rassen, die auch auf Ausstellungen gezeigt werden und die einen Standard haben und daher auch in rein erbigen Farbschlägen gezüchtet werden.
Wer jetzt keine Lust darauf hat, 10 Hühner zu haben, die alle gleich ausschauen, sondern lieber einen bunten Hühnerhof mag, für den sind oft Rassen interessanter, die nicht im Ausstellungswesen gezeigt werden, und zwar die bunten Landhühner, die Relikte des alten europäischen Landhuhnes. Davon gibt es nicht mehr viele, aber die nächsten drei Rassen sind solche bunten Landhühner und ich habe auch selber welche hier. Meine braunen Hennen hier und der Hahn, das sind Provaiss-Ulthenthaler Hühner. Ich stelle euch jetzt als nächstes eine Rasse aus Italien, eine Rasse aus Österreich und eine Rasse aus Schweden vor, für alle, die bunte Landhühner bevorzugen. Das Provaiss-Ulthenthaler Huhn stammt ursprünglich aus Oberitalien, genauer gesagt aus der Region rund um das Ulthental in Südtirol. Die Rasse zeigt sowohl Einflüsse von italienischen Landhühnern als auch von alpinen Bergbauernhühnern. Es sind elegante Tiere mit einer schnittigen Landhuhnform, die aber auch sehr gute Nutzeigenschaften haben. Die Hennen legen um die 200 Eier im Jahr, ein Erbe der Mittelmeerrassen. Die Provaiss-Ulthenthaler Hähne hingegen sind typische Bilderbuchgockel. Provaiss-Ulthenthaler Hennen haben einen stark ausgeprägten Bruttrieb, nur über Naturbrut konnten sie bis in unser Jahrtausend überdauern, denn erst im 21. Jahrhundert startete die Erhaltungszucht für diese gefährdete Rasse. Als Grundfarben zeigen Provaiss-Ulthenthaler Hühner immer mehr oder weniger aufgehellte oder abgedunkelte Varianten der Wildfarbe. Diese können dann in Kombination mit einer weißen Mottelcheckung auftreten oder auch ohne. Rassetypisch sind auch die grauen Läufe, die man selbst bei den Wildhühnern schon findet. Diese bunten Küken verraten auch schon auf den ersten Blick, dass sie zu einer sehr farbenvielfältigen Landrasse zählen. Es sind Küken von schwedischen Blumenhühnern. Auch schwedische Blumenhühner können in ihrer Grundfarbe immer sehr variabel sein, und das sieht man schon bei den Küken. Alle Blumenhühner zeigen, wenn sie ausgewachsen sind, jedoch eine weiße Mottelcheckung. Das unterscheidet sie von den Provaiss-Ulthenthalern, die es ja auch ohne Mottelcheckung gibt. Auch sonst gibt es einige Unterschiede zwischen Provaiss-Ulthenthalern und schwedischen Blumenhühnern. Schwedische Blumenhühner haben beispielsweise meist gelbe Läufe und es gibt sie auch in einer Variante mit Federschopf. Manchmal werden die schwedischen Blumenhühner auch als schonische Blumenhühner bezeichnet, weil sie ursprünglich aus der historischen Provinz Schonen im Süden Schwedens stammen. Dort haben sie auf Bauernhöfen die Jahrhunderte überdauert und gelten heute als eine der schwersten schwedischen Hühnerrassen. Die nächsten bunten Landhühner, die ich euch vorstelle, sind dagegen regelrechte Fliegengewichte, die Steinpipal. Die Farbenvielfalt bei den Steinpipal übertrifft jene der beiden zuvor genannten Rassen noch bei weitem. Es gibt einfarbige Tiere, wildfarbige Tiere in allen Abwandlungen und immer auch in Kombination mit oder ohne Mottelcheckung. Die Lauffarbe der Steinpipal ist fleischfarben, womit ein guter Unterschied zwischen den beiden zuvor genannten Rassen gegeben ist. Weil die Steinpipal auch nur 700 bis 1000 Gramm auf die Waagen bringen, zählen sie eindeutig zur Gruppe der Zwerghühner und sind ohnehin nicht mit Provaiss-Ulthenthalern oder schwedischen Blumenhühnern zu verwechseln. Steinpipal zählen zwar nicht zu den besten Legern in der Welt der Hühnerrasse, dafür punkten sie aber mit Robustheit und einer selbstständigen Fortpflanzung. Steinpipal-Glucken brüten bis zu 3 oder 4 Mal im Jahr und ziehen erfolgreich Nachwuchs groß. Das muss ihnen erstmal jemand nachmachen. Ja, da waren zuletzt jetzt die bunten Steinpipal zu sehen. Die Steinpipal sind natürlich aufgrund ihrer Größe vor allem für all jene interessant, die eher Zwerghühner bevorzugen. Ich bleibe jetzt zum Abschluss noch bei den Zwerghühnern und möchte euch noch zwei Rassen vorstellen aus der Gruppe der Zwerghühner, die auch relativ naturbelassen sind. Und da passt jetzt gut, dass die Amanda, meine Zwergvariantotte, hier gerade am Grünkohl zupft, denn mit den Zwergvariantotten werde ich da gleich starten. Amanda ist ein typisches Zwergvariantottenhuhn. Sie zeigt auch das rundliche, fluffige Hinterteil, das für diese Rasse so charakteristisch ist. Zwergvariantotten sind ein gutes Beispiel für eine Hühnerrasse, die seit Beginn ihrer Zuchtgeschichte
sehr gerne auf Ausstellungen gezeigt wird und auch auf allen Ausstellungen immer in vielen verschiedenen Farben vertreten ist, die aber dennoch zugleich auch bei Hobbyhaltern in der privaten Hühnerhaltung punkten kann. Die relativ schlichten Hühner haben nur ein einziges Sondermerkmal und das ist der flach gedrückte Rosenkamm. Der bietet jedoch in kalten Wintern einen Vorteil. Historisch am wertvollsten sind die gesäumten Varianten der Zwergweihendotten, weshalb man sich in der Erhaltungszucht auf diese fokussieren sollte. Die Vermehrung von Zwergweihendotten ist meist nicht schwierig, da sie von selber brüten und zu den besten Muttertieren in der Welt der Hühnerrassen zählen. Wer es noch natürlicher haben möchte, für den sind vielleicht die Zwergwelsumer interessanter. Sie bringen gleich viel auf die Waage wie die Zwergweihendotten, wiegen meist in etwa 1 Kilogramm, sind jedoch von der Farbe her fast immer den Wildhühnern recht gleich. Hier sind rost-rebhuhnfarbige Tiere zu sehen. Die Zwergwelsumer entsprechen auch einem typischen normalen braunen Huhn mit gelben Läufen und rotem Kamm, so wie Kinder sich Hühner oft vorstellen. Zwergwelsumer zählen in Mitteleuropa zu Recht zu den beliebtesten Zwerghuhnrassen, weil sie nicht nur maximal unkompliziert sind, sondern auch sehr, sehr gut legen. Die Hähne sind beim rost-rebhuhnfarbigen Farbschlag sehr bunt und entsprechen dadurch ebenfalls dem Bild eines Bilderbuchhahnes. Der hier ist noch nicht ganz ausgewachsen, später wird er dann aber mal so aussehen. Im Gegensatz zu den Zwergweihendotten neigen die Zwergwelsumer in der Regel nicht zum Brüten, weshalb sie für all jene eine gute Alternative sind, die ein Zwerghuhn suchen, das nicht ständig gluckig wird. Also gerade auch bei den Zwerghühnern finden sich viele sehr natürliche Rassen, ich sage nur deutsches Zwerghuhn, Phönix und so weiter. Übrigens entspricht die Größe vieler Zwerghuhnrassen auch eher der Größe des Wildhuhnes, weshalb man schon auch sagen kann, dass Zwerghühner nicht unbedingt immer total verzüchtet sein müssen, sondern es sind häufig sogar sehr natürliche, robuste und langlebige Hühner. So, das waren die 10 Rassen. Ich hoffe, meine Auswahl hat euch gefallen. Es ist wie gesagt nur eine kleine Auswahl und bei Happy Huhn werden natürlich auch in Zukunft immer wieder Hühnerrassen auch vorgestellt mit Sondermerkmalen. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich in Zukunft immer bei den Sondermerkmalen auch gemeinsam mit den Züchtern darauf eingehen möchte, welche besonderen Pflegeansprüche dadurch entstehen, dass Hühner zum Beispiel Vollhauben, stark befiederte Läufe, Kahlschwänzigkeit, Nackthälse, kurze Beine, Lockenfedern und so weiter haben. Mit den natürlichen, züchterisch kaum entstellten Rassen habe ich jetzt wirklich nur 10 ausgewählt und ich möchte das Video jetzt einfach noch mit einer kurzen, Diashow kann man jetzt nicht sagen, mit einem kurzen Zusammenschnitt ausklingen lassen von weiteren sehr puristischen Rassen, Rassen, die sehr wetterhart, robust sind und keinerlei Schnickschnack an sich haben. Wenn ihr Lust habt, mir auch auf Instagram zu folgen, dann findet ihr mich dort unter happy.huhn. Auf Instagram bekommt ihr oft auch vorab schon viele Infos zu den weiteren Themen bei Happy Huhn oder seht einfach, wo ich mich gerade aufhalte und mit Leuten drehe.